Hallo, hallo, mein Name ist Jael, herzlich willkommen in meinem Plenty Sanctuary. Ich glaube, mittlerweile wissen wir alle, dass ich mindestens einmal im Monat zu Dana fahren muss. Also wirklich ungelogen, ich glaube, ich bin eigentlich mindestens zweimal im Monat bei meinem lokalen Dana. Weil es gibt irgendwie immer was zu kaufen. Entweder brauche ich gerade Rangstäbe oder ich brauche irgendwelche Übertöpfe oder ich will einfach mal gucken, was es gerade so Neues gibt. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, war ich jetzt ja einige Zeit nicht zu Hause. Beziehungsweise erst war ich im Urlaub in Ghana. Falls ihr das Ghana-Video noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an. Und dann hatte ich im Anschluss leider Corona und war erstmal 2 Wochen zu Hause eingesperrt. Das heißt, ich war jetzt also über einen Monat nicht bei Dana. Ich glaube, das ist noch nie passiert. Ich brauche euch also nicht erzählen, dass ich super hype war, mal wieder vorbeizugucken. Und es hat auch nicht dazu beigetragen, dass ihr mir alle immer Fotos und Videos schickt und mich in euren Stories verlinkt, wo ihr gerade so seid und was es da so gibt. Und ich habe halt gesehen, dass sie jetzt bei meinem Dana so eine riesen Monstera Variegata haben. Und das heißt, ihr habt mich alle noch mehr drauf angefixt und ich war so hyped, mir die anzugucken. An diesem Punkt nochmal vielen Dank. Ich liebe es, wenn ihr mir immer so Tipps gibt, wo gerade was Cooles steht und so. Da ist man immer noch so extra hyped, dahin zu fahren. Also gucken wir mal rein. Ein Monat ohne Dana. Was gibt's Neues? Ist die Monstera Variegata noch da? Kaufe ich was? Kaufe ich nichts? Gucken wir mal rein. Let's go. Es geht mal wieder los mit dem Standard, würde ich sagen. Die sind ja immer hier am Anfang. Also die Sinigonien. Kleine Brasils. Cute. 5 Euro. Es gibt hier, Skindapsus. Wie ist eigentlich die Mehrzahl von Skindapsus? Skindapsen? Nein. Ich glaube Skindapsus. Nicht Skindapsen. Ich muss sagen, das ist ja so wirklich die einzige Calathea, die ich richtig schön finde. Die Calathea Zegrina. Und die ist mir gerade runtergesetzt. Für 15 Euro. Die mag ich ja echt gerne. Da ist auch noch eine große. Und schieß ticken. Hier vorne ist auch wieder der Alokasien-Tisch. Oh mein Gott. Oh, sie haben einfach immer noch die heftigen Plantinum. Oh mein Gott, ist die riesig. Ach du Scheiße. Guckt euch mal bitte an, wie riesig die ist. Oh mein Gott. Also ich bin ja mit der Intention hier heute, um... Sinuata. Das ist aber auch so schön. Ich muss sagen, die Plantinum ist echt krass schön. Ich bin hergekommen und wollte mir auf jeden Fall die Melo nochmal angucken hier und die Plantinum. Ich sehe jetzt aber gerade nicht die Melo tatsächlich. Die Silver Dragon haben sie auch wieder für 20. Aber ich sehe halt diese krass schöne Plantinum, ne? Also ich muss sagen, dieses riesige Blatt, ne? Das ist echt groß in meiner Hand. Die Sinuata ist halt auch übertrieben heftig. Was haben sie noch so? Natürlich Nikans dazwischen. Wie immer ein 10er. Die Black Velvet auch ein 10er, glaube ich. Ja. Ansonsten haben sie noch Pink Dragon. Und so ein bisschen die Standards dazwischen. Ich glaube, ich sehe auch eine Watsonia. Mal gucken. Oh, die sieht aber nicht so gut aus. Was heißt denn das rote E? Bestimmt runtergesetzt, ne? Aber neuer Preis steht da nicht drauf. Okay, also die Plantinum verlockend. Ich bin ja auch gespannt, was sie an Raritäten da haben. Auf jeden Fall heuer Crinkle. Heuer Canosa Crinkle. Und what? Hä? Okay, also hier ist so ein kleiner Strang Crimson Queen und der Rest, das ist, warte mal, haben sie da 3 verschiedene reingepflanzt? Weil das ist ja Crimson Queen,
Das sieht aus wie Dark Red. Und das sieht aus wie White Splash. Was haben sie da denn gemacht? Also ich glaube, da haben sie echt drei verschiedene reingepflanzt. Heißt das deswegen Heuer Mix? Hä, okay. Krass. Also wäre das jetzt eine ganze Crimson Cream gewesen, hätte ich die, glaube ich, sogar mitgenommen. Aber das ist ja komisch. Sehr hübsche Adansonis tatsächlich. Mit echt großen Blättern, muss ich sagen. Hübsch, hübsch. Und sehr große Mikans. Oh, die ist aber echt schön, ne? Wie teuer bist du denn? Gar nichts. Für gar nichts nehme ich dich mit. Okay, da steht tatsächlich kein Preis dran. Schade. Das hätte mich jetzt mal interessiert. Weil die ist echt mega schön. Ach, hier haben sie ein paar Raffi davor, Tetrasperma. Obwohl Monstera Minima draufsteht. und kleine Adansonis, die gar nicht so klein sind. Also das sieht verrückt aus. Für 3,99 krass. Die sieht mega geil aus irgendwie. Dafür, dass es so eine Mini ist. Oh mein Gott, wie schön. Da muss ich da einmal hin. Oh, das sieht ja richtig geil aus. Ich bin ja auch ein kleiner Deko-Lover, ne? Voll in gerade, oder nicht? Sowas. Ich sehe das momentan überall auf Insta. Oh, die sind auch sehr hübsch. Das sieht echt mega schön aus, ja. Ach, hier haben sie nochmal die Mikans-Ampeln. Oh Mann, hier steht überall kein Preis dran, ey. Was ist denn das? Die sind echt schön. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also die kleinen kosten nach wie vor einen Zehner. Süß. Für 8 Euro haben sie so mittelgroße Strelitzien. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sind so viele kleine. Okay, okay, warte. Stopp. Ich muss erstmal. Oh mein Gott. Oh. Ganz viele Cupreas. Da bin ich ja mal gespannt. 35, okay, krass. Also haben wir jetzt ja schon wesentlich günstiger gesehen. Aber der Preis ist immer noch vollkommen okay. Aber heftig, dass sie jetzt wieder so viele Cupreas da haben. Ich sehe auch die Azlani. Für 70. Ich glaube, die haben sie runtergesetzt. Ach, und hier haben sie jetzt die Melos stehen. Okay. Die sehen leider nicht so toll aus, muss ich sagen. Aber was kosten die denn? 60, aber auch mit diesem roten E. Also ich denke mal, dass die mit dem E irgendwie runtergesetzt sind. Aber der Preis wäre natürlich interessant. Also weil die sehen leider echt nicht so... Okay, das ist cool. Aber die sehen leider nicht mehr so frisch aus. Aber hier bin ich ja jetzt gespannt. Sie haben ganz viele so mittelgroße Monstera Variegatas. Ich bin gespannt. Wie teuer bist du? Ui. Aber auch mit dem roten E. Also ich frage mich, ob das irgendwas heißt. Weil die kosten doch noch 120, ne? Was da los ist, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall haben sie hier wohl Jewel Orchids für 13. Und wieder die kleinen Baby Anthurium Silverbush. Die sehen echt gut aus, muss ich sagen. Ja, ich glaube, die sind auch 13. Ja. Die finde ich ja auch super schön, ne? Da hätte ich ja so gerne so eine große von. Aber mit den Babys kann man erstmal anfangen. Ich sehe auch noch einen riesen White Knight. Gucken wir da auch mal rein. Oh, krass, runtergesetzt auf 90. Aber der ist auch wunderschön. Also der ist groß und der sieht auch echt gut aus, muss ich sagen. Da wundert mich das glatt ein bisschen, dass die runtergesetzt ist. Eine mittelgroße Monstera Variegata mit sehr langen Luftwurzeln. Ich glaube, die kosten ja immer so 180 hier. Ja. Was steht da? 160. Interesting. Gucken wir mal. Da interessiert mich auch bei der Syngonium Albo, für wie viel die jetzt verkauft werden. 35. Ah, okay. Also der Preis ist echt gleich geblieben, muss ich sagen. Ich finde das nach wie vor auch echt verblüffend, muss ich sagen,
dass die Syngonium Albo wirklich immer noch so günstig verkauft wird. Also ich meine, guckt euch das mal an. Und im Gegensatz dazu ist die Mottled ja jetzt irgendwie... Okay, die ist aber auch ein bisschen gesunken am Preis. Die war aber ja zeitlang so teuer, dass man gar nicht versteht dann, weil ich fand die Albo ehrlich gesagt viel heftiger. Aber gut, ich sehe natürlich auch Thais. Aber die haben sie jetzt runtergesetzt auf 599. Gut, ich habe meine für 199, ne? Ich sehe auch ein paar variegierte Players. Wieder in diesem goldenen Käfig. Aber ich muss sagen, diese kleinen Monstera variegatas, ne? Ich finde ja so süß. Aber 120. Oh. Aber die sehen echt gut aus, muss ich sagen. Also die ganzen Variegatas sehen wirklich gut aus. Man kriegt anscheinend auch wirklich bei jeder, die sie anbieten, wirklich 3 bis 4 große, ausgewachsene Blätter. Und die sehen echt gut aus. Ja, und dann die Big Mama. Oh mein Gott. Ich kipp um, ey. Oh mein Gott. Kann man so schön sein? Ja, so ein Busch. Oh mein Gott. Ey, ich werde nie verstehen, wie man so schön sein kann. Allein dieses Blatt. Ich könnte heulen. Also, ich kann euch nur sagen, einer meiner Lebensträume ist wirklich irgendwann so ein schönes Haus und dann so eine ganz hohe Wand und dann so mitten drinne genau diese. Genau diese. Oh mein Gott, allein dieser Anblick. So, wie teuer bist du? 8 Milliarden Euro wahrscheinlich. Was? Die kosten. Also ich will jetzt ja nicht komplett verrückt klingen, ne? Aber 799 Euro ist echt wenig. Also sorry, ich weiß, es klingt wahrscheinlich jetzt richtig gestört. Aber wenn man mal überlegt, die Thai Constellation mit 3 Blättern kostet 599 Euro und hat sonst auch 799 Euro gekostet. Und da, im Gegensatz dazu finde ich das echt günstig. Okay, also ich glaube, es ist soweit, dass man wirklich schon komplett bescheuert ist. Aber bitte sagt mir, dass ihr das auch günstig findet. Weil das ist jetzt wirklich kein Scherz. Ich meine, wie riesig das ist. Ich hätte locker gedacht, so 2000 Euro. Also jetzt ohne Witz. Weil, ich meine, die ist größer als ich. Die ist locker 2 Meter, 2,20. Also, Kredit? Oh Gott, ey, ich kann nicht von hier weg. Komm mit. Also so heftig. Also hätte ich 800 Euro... würde ich mir die kaufen. Und die Kleinen hier sind also echt süß. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich meine, guck mal, die, ne? Die kostet 120. Und dann guckt euch mal das an. Für 800. Ich kann doch nicht die Einzige sein, die das günstig findet. Möchte mir jemand vielleicht so 800 Euro schenken? Ist nur ein Angebot von mir, euch mir das zu geben. Oh mein Gott, die sind richtig schön. Oh mein Gott, Dana ist so stylisch. Handmade 20. Also wenn ihr schöne Deko sucht, allein schon die Ecke da vorhin und jetzt das. Damn. Ich brauche auf jeden Fall wieder Orchideentöpfe. Ich muss nämlich bald mal wieder umtopfen. Immer die besten. Ich bin auch noch mal gespannt auf die Sale-Ecke, die sie da hinten immer haben. Ob sie da jetzt auch wieder was drin haben. Die finde ich ja auch so süß, ne? Irgendwie
Sukkulenten sind immer noch sehr innen bei mir. Oh, die Töpfe sind so schön. Oh mein Gott, ich liebe die Töpfe. Voll günstig. 2,30. Schön pastellig. Oh, I love it. Monstiras. Tetraspermas. Ziemlich große Dragon Tails. Die sieht ja richtig geil aus. Für 17,90. Digga, die sind ja richtig groß. Hä, irgendwie habe ich noch nie so eine... Oha. So eine Größe habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Entweder nur die kleinen oder halt diese riesengroße einmal. Aber das ist echt eine schöne Größe für den Preis auch, finde ich. Adansonis, Monstera, Angel Wings. Für, wie teuer bist du denn? 30 Euro. Geil. Für die Größe. Ah, und hier war ja eigentlich immer der Sale-Tisch. Also mit diesem E, ne? Ich weiß nicht, was das heißt. Ich glaube, ich frage gleich mal. Weil anscheinend sind das alles die nicht mehr ganz so geil sind. Mit diesem E ausgezeichnet. Ich glaube, ich frage tatsächlich gleich einfach mal. Hier haben wir auch noch eine Süße. Für 40. Ein Squamiferum. Und Prince of Orange. Cute. 30 immer noch. Okay, krass. Also das verstehe ich auch nicht. Die kostet 30, die kostet 35. Okay. Ja, und meine Moonlight natürlich. Love her. Ich finde sie so schön, ne? Meiner geht es gerade irgendwie nicht so ganz so gut. Aber oh, so schön, ey. Und Birkins natürlich. Für 13, okay. Sie haben gerade ein bisschen reduziert. Nice. Ich liebe ja sowas, ne? Aber das ist immer so teuer überall. Für 9 Euro. Nice. Sind auch hübsch. Krass, die sind sonst immer voll teuer hier. Also für 9 Euro brauche ich einen. Auch super süß für 15 Euro. Mich hat es gerade noch mal zu der Deko-Ecke gezogen. Und ich sehe jetzt gerade erst, dass da so eine heftige Pflanze daneben steht. Also ich weiß es ja immer noch nicht. Ne? Es ist ja, es ist eine Oblika. Weil, also guck mal, daneben ist ja eine Adansoni. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass das die gleiche ist. Ich bin mir sicher, ihr werdet mich jetzt in den Kommentaren belehren. Aber ich bin mir immer noch sehr unschlüssig, was wirklich Oblika ist und was nicht. Also teilt es mir gerne mit. Es steht drauf Monstera Monkey Leaf und sie kostet 160. Auf jeden Fall wunderschön. Ich will mir auch noch mal die Plantinum angucken, weil irgendwie, I don't know. Also die ist halt einfach so heftig, ne? Ich muss mir die noch mal angucken. Sieht halt ein bisschen zerfressen aus. Aber ich weiß nicht. Die Sinuata ist halt auch wunderschön, ne? Ach, Leute. Ich hasse es, alleine einkaufen zu gehen. Weil ich will immer alles kaufen. Das ist so schlimm. Hier ist jetzt einfach auch noch eine Hoya Linearis. Die ist einfach wunderschön. Also die sieht einfach voll krass aus. Und die kostet nur 17,99. Ich will sie. Guckt euch mal her, wie heftig die aussieht. Die ist auch schon wieder locker 1,50 lang. Für 17,99. Die ist schon echt geil, wa? Ich möchte sie. Oh, da hinten ist noch eine Heuer.
Hier versteckt sich ja was. Und zwar, ich glaube, eine Heuer Crinkle. 17,99. Und ich weiß nicht ganz, White Splash oder Dark Red. Es sieht aus wie Dark Red für mich. Steht leider immer nur Heuer Mix. Für 17,99. Nice. Hier sind auf jeden Fall auch noch kleine Woodies. Voll süß. Für 5 Euro nur. Mega cute. Ich liebe ja Woodies. Und diese Steinpilze oder wie heißt das? Steinpflanzen. Das sieht sehr cool aus. Ich will die Plantine. Ach Leute. Die ist so schön. Aber ist die krank? Die sieht so angefressen aus. Da kommt ein neues Blatt, ne? Die Sunoata ist auch richtig schön. Ach, hier sind auch noch Dragon Scales, sehe ich jetzt erst. Für 17,99. Die Sunoata ist ja da auch wunderschön, ne? Ich weiß das nicht, Leute. Oh, die ist so schön, ey. Oh mein Gott. Aber die ist krank. Das sieht nicht so gesund aus, oder? Boah, jetzt juckt es mich auch schon. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe momentan so Paranoia, dass ich mir wieder irgendwelche Schädlinge ins Haus hole. Weil ich halt letztens einmal Tripse hatte, ne? Und ich muss sagen, ich habe die ja schnell bekämpft bekommen, weil es ja Gott sei Dank nur an einer Pflanze war. Und ich hatte die wirklich, ich bin so dankbar, nicht in Kontakt mit anderen. Das heißt, ich bin noch mal haarscharf dran vorbeigekommen. Aber seitdem bin ich so paranoid. Und jetzt, ich weiß es nicht. Das ist die andere. Die hat halt definitiv noch mehr Blätter. Aber ich muss sagen, mir gefällt die andere besser. Oder? Was sagt ihr? Och, Leute, Hilfe. Ich weiß es nicht. Aber die Sinuate. Oh, Leute, help, ey. I need help. Also, die Situation ist so. Ich habe Franka kontaktiert, weil ich alleine keine Entscheidungen treffen kann. Ich stehe jetzt wieder am Raritätentisch und habe mir die Melos nochmal angeguckt. Weil es ist so. Eigentlich war die Intention, die Melo zu kaufen. Aber ich war so ein bisschen abgeneigt kurz, weil ich halt finde, dass die nicht so ganz so geil aussehen. Und dann dachte ich halt, okay, die Plantinum. Dann dachte ich, die Sonata. Und jetzt habe ich beide drin. Ich kaufe aber nicht beide, ich kaufe eine. Aber jetzt stehe ich halt auch nochmal bei den Melos. Ich weiß es nicht. Franke antwortet auch nicht. I need help. Das ist meine Antwort. Nee, okay, ich glaube die Nee. Ich glaube die Melo nehme ich echt nicht. Ich habe einfach Schiss, dass man nimmt die dann mit in der Hoffnung, dass man die irgendwie noch hinkriegt, aber dann verreckt die halt eh. Und das ist mir dann irgendwie auch zu doof. Also irgendwo ist ja auch mal Schluss. Das Ding ist, ich weiß halt auch nicht, zum Beispiel, was das ist. Oder halt das. Es kann halt auch einfach Kalk sein vom Wasser. Aber es kann natürlich auch nicht so geil sein, ne? Aber wie krass sieht das aus? Ey, ist so heftig. Diese Noata ist einfach so schön. Ey, kurz Side Note. Ich bin gerade nochmal hier bei den Sisi Plants. Und ich sehe, sie haben auch voll schöne Raven. Ich habe ja noch keine. Ich muss sagen, die... Wow, sieht so cool aus, ne? Ich muss sagen, das finde ich gerade irgendwie auch verlockend. Die kostet 19,99. Die normale Sisi kostet 15, ne? Ja. Sieht auch cool aus, ne?
Habe ich auch noch nicht. Nach diesem ganzen Hin und Her habe ich mich auf jeden Fall entschieden. Und ich bin wieder zu Hause und ich habe auch ein kleines Plätzchen mit eingepackt. Was ich euch aber auf jeden Fall noch erzählen möchte, ist das Ganze mit diesem roten E. Also ich habe dann tatsächlich einfach eine Mitarbeiterin gefragt und habe halt gefragt, wofür das steht und bedeutet das was? Gibt es vielleicht einen kleinen Rabatt? Aber tatsächlich hieß es leider nicht, dass es einen Rabatt gibt, sondern die benutzen halt dieses rote E als Auszeichnung für die Raritäten. Ich glaube halt damit, dass für die Mitarbeiter leichter ist, zu gucken, welche auch dann gesichert werden oder so. Ich habe nicht ganz zugehört. Auf jeden Fall hieß es nicht das, was ich gedacht habe, leider. Aber das fand ich noch ganz wichtig, das kurz zu erwähnen. Falls ich da irgendjemanden Hoffnung gemacht habe, es tut mir leid, ich war auch enttäuscht. Ja, ansonsten muss ich sagen, fand ich diesen Besuch eher mittelmäßig. Also ich bin echt doch immer wieder geschockt, wie... Ich überlege kurz, wie diplomatisch ich das jetzt aussprechen kann. Es sind halt sehr viele gelbe Blätter zu sehen und tatsächlich sind manche Pflanzen echt nicht so im Top-Zustand. Was ich halt super schade finde einerseits, weil es tut mir immer so weh in der Seele, weil eigentlich möchte ich die dann alle kaufen und irgendwie bei mir aufpäppeln und aufziehen. Aber die sind dann halt auch leider nicht reduziert oder so. Und dann nehmen natürlich die Leute eher die schönere mit. Und ja, wir hatten ja schon mal das ganze Thema, was passiert mit den Pflanzen, wenn die nicht mehr so schön sind, werden die weggeschmissen, etc. Schwieriges Thema. Für mich war es einfach schön, wieder zu Hause zu sein. Also es ist so verrückt, aber ich fühle mich halt echt in diesem Dena mittlerweile schon wie zu Hause, wenn man halt da auch zweimal im Monat ist. Und die Monstera Variegata war natürlich ein absoluter Traum. Also ich muss auch sagen, so viel Geld war das ja nicht. So dumm, ne? Da fängt man schon wieder an, so das zu rationalisieren. Ich habe aber was mitgenommen. Und zwar, ihr habt ja so ein bisschen das Hin und Her mitverfolgen können. Ich habe dann ja auch tatsächlich noch eine Instagram-Story gepostet und habe euch so ein bisschen gefragt, was ihr dazu sagt. Wegen diesem ganzen Thema Krankheiten und so. Ich habe mich dann für eine entschieden. Und zwar habe ich... Ich habe die Sinuata mitgenommen und es war definitiv die richtige Entscheidung. Also ich finde, diese Pflanze ist so wunderschön. Ich meine, guckt sie euch an. Sie kriegt auch hier halt so ein richtig cooles neues Blatt. Oh Gott. Ich glaube, das stirbt bald. Typisch Alokasia. Aber da auf jeden Fall ein cooles neues Blatt. Und es war, wie gesagt, es war die richtige Entscheidung. Die Plantinum, die war irgendwie noch, die, ich glaube, das kommt noch. Das ist jetzt noch nichts für mich. Und richtig süß hier. Sie kriegt auch so kleine Ablegerchen quasi. Ich nehme die dann auch, glaube ich, raus, wenn ich die umtopfen sollte. Ich warte aber noch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich für die Sinuata nicht ganz den Normalpreis gezahlt, weil ich hatte noch einen Gutschein. Aber ihr bekommt sie bei Dena für 59,99. Und ja, mit dem roten E, ne? Aber einfach wunderschön und ich liebe sie und sie steht jetzt in meinem Greenhouse, nicht im Dänen, denn ich habe jetzt ein zweites. Keine Angst, Greenhouse-Videos kommen auch bald. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert, aber irgendwie kriege ich es nicht auf die Reihe. Es kommt und dann das zweite auch. Ja, auf jeden Fall steht sie jetzt da drin und ihr geht super gut. Ich bin gespannt, wie ich mit ihr klarkomme, weil Alokasien und so. Aber ich muss sagen, in meinem Greenhouse geht es allen gut. Von daher hoffe ich, dass sie sich genauso anstrengt. Ja, ich liebe sie, sie ist wunderschön. Ich hoffe natürlich, ihr hattet ganz viel Spaß mit dem Video. Wenn das so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Checkt auf jeden Fall mal mein Instagram ab. Da seht ihr immer, wo ich gerade so bin, was ich gerade so shoppe. Und da könnt ihr mir auch gerne immer helfen, wenn ich so Krankheitsfragen habe oder wenn ihr ein paar Tipps für mich habt, wo es gerade heftige Pflanzen gibt. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald!